Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder viele kleine einzelne Telefonschnipsel mitgebracht. Das heißt mit Gesprächen, die nicht so besonders lange gegangen sind und nicht für ein komplettes Video reichen. Doch trotzdem kann man hier aus diesen kurzen Stückchen immer wieder rauserkennen, was die Betrüger eigentlich vorhaben. Tja, nur die Leute betrügen und nicht irgendwas Seriöses, auch wenn sie das jedes Mal vortäuschen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Hallo? Guten Tag, spreche ich mit Herr Zielein? Ja, Herr Zielein hier, ja? Sarah Moser ist am Apparat. Ich melde mich von Monitoringsabteilung der Finanzbörse. Wir haben Ihre Daten bekommen. Sie haben sich zum Handeln registriert, stimmt es, ja? Weiß ich nicht. Weiß ja nicht, wie das da bei Ihnen funktioniert. Ihre Daten wurde auf einer Handelsplattform entdeckt, was nicht offiziell verifiziert wurde, weil Sie das nicht bis Ende gebracht haben. Ach so. Und nun? Ja. Sind Sie interessiert, ja, Herr Zielein? Woran denn? Zum Handeln. Mit was denn? Mit Kryptowährungen, Aktien, also Sie können Geld verdienen mit verschiedenen Vermögenswerten. Ach so, ja, meinetwegen. Wie viel Geld kann man denn da so verdienen oder bekommen? Kommt drauf an, mit welchem Einstiegskapital Sie anfangen. Okay. Wie viel geht denn so alles? Wie bitte? Wie viel geht denn da so? Also mit 250 Euro können Sie beginnen und dann läuft es automatisch, kommt drauf an, was uns die Börse anbietet. Aha. Ja, und geht da auch mehr? Weil das ist ja ein bisschen dolle wenig. Das ist, da wisch ich mir ja ein Popo mit ab auf Toilette. Also verpiss dich doch. Was? Haben Sie eine Macke? Also was bei der netten Tante jetzt irgendwie schiefgelaufen ist, weiß ich nicht. Also dass sie jetzt hier schon gleich von Anfang an so pissig ist und absolut unseriös reagiert, kann ja nur wieder darauf hindeuten, dass wir hier kein seriöses Unternehmen am Telefon hatten. Sondern nichts anderes als Betrüger, die auf unser Geld drauf aus waren. Aber interessante Geschichte, die sie hier vom Stapel gelassen hat. Lasst auf jeden Fall die Finger von solchen unseriösen Geschichten. Und sollte euch jemand anrufen, dann legt einfach auf, diskutiert gar nicht lange mit denen, und versucht, dass ihr die Nummer blockieren könnt, auch wenn sie jedes Mal mit einer neuen Rufnummer anrufen, aber ist schon Wahnsinn. Es ist immer wieder der gleiche Terror. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Gästvorstand, mein Name von der Firma Vericon. Herr Gerold Steiner, da bin ich richtig, ja? Hm. Super, es ging um die Krankenkasse, um die Bonusauszahlung Beitragsrückerstattung. Aha. Da wollten Sie ja mal wissen, wie man Geld von den Krankenkassen erstattet bekommt. Wollte ich das? Sie hatten wohl am Gewinnspiel dran teilgenommen. Und deswegen will man das automatisch? Ja, anscheinend, sonst würden wir Sie ja nicht anrufen. Aha. Ist ja eine interessante Auslegungssache. Werbeanrufe sind ja in Deutschland. Ja, in Deutschland sind ja Werbeanrufe ja verboten mittlerweile, ne? Da kennen Sie sich ja bestimmt auch aus. Und warum rufen Sie dann an? Weil es kein Werbeanruf ist. Ganz einfach, noch einmal. Sie haben sich mit Ihren kompletten Daten hier eingetragen. Aha. Wo haben Sie denn das Opt-in her? Bitte was? Na, das Opt-in. Dann wissen Sie ja auch, dass man in Deutschland zum Anrufen einen Double-Opt-in braucht. Also in dem Fall, gucken Sie mal, Herr Steiner, also Sie haben sich hier bei uns eingetragen gehabt am Gewinnspiel. Wenn man dazu keine Infos haben möchte oder sonstiges, dann darf man sich da wirklich nicht am Gewinnspiel dran teilnehmen. Sie haben ja anscheinend sehr, sehr viele Anrufe auch bekommen. Sie kriegen ja jetzt nicht nur von uns, von der Vericon einen Anruf, sondern Sie kriegen von zig Anbietern irgendwelche Anrufe. Und wenn Sie das nicht haben möchten in dem Fall oder Ihre Daten preisgeben möchten, dann einfach nicht irgendwo mehr eintragen, dann kriegen Sie natürlich auch keine Anrufe, logischerweise. Mhm, ja, da haben Sie aber eine sehr interessante Interpretation vom Gesetz, weil so ist das Gesetz nicht. Sie brauchen ein Double Opt-in, um mich anzurufen und Sie müssen mir das Double Opt-in sogar nennen können. Nee, muss ich gar nicht. Natürlich müssen Sie das, ansonsten machen Sie sich strafbar. Nein. Sie sind kriminell, sogar ja. Sie persönlich. Ich bin... Ja, weil Sie machen sich mit strafbar. Das ist krimineller Bandenbetrug. Ah, gewerbsmäßig. Okay, alles klar. Super, dann habe ich jetzt von Ihnen was mal Neues gelernt, ja? Dann danke ich Ihnen aber trotzdem sehr. Na, immerhin haben Sie endlich mal was gelernt.
Genau, sie hat anscheinend ja gar nicht in ihrem Leben, ne? Naja, mehr als sie. Naja, immerhin mal wieder was anderes und nicht immer nur Trading-Betrug. Aber schon Wahnsinn, was die hier so vom Stapel gelassen hat. Sie meint, das ist kein illegaler Werbeanruf und brüstet sich da selbst von Anfang an mit. Dabei ist es ja nichts anderes als ein illegaler Werbeanruf, weil sonst würde sie ja überhaupt gar nicht bei mir anrufen, wenn es nicht illegal wäre, weil die Rufnummer ist nur für diese Zwecke eingerichtet. Dass mich hier Betrüger anrufen. Naja, aber schon interessant, wie die Leute das so auffassen. Und vor allem, das war ja hier dem Anschein nach mal ein deutsches Callcenter. Schon dramatisch. Aber leider haben wir sie nicht länger am Telefon behalten können. Schauen wir mal beim nächsten Schnipsel. Ja, hallöchen. Keiner dran? Hallo? Ja? Herr Ablasens, können Sie mich hören? Ja. Super schön. Lisa Ries am Apparat. Ich begrüße Sie. Ich rufe Sie von Benefix.com. Wir haben mit Ihnen am Morgen gesprochen. Haben Sie jetzt Zeit? Ja. Okay, super schön. Herr Ablasens, Sie haben bei uns ein Handelskonto, aber leider noch nicht aktiviert und ich bin Ihre Kontobetreuerin. Ich würde Sie gerne behilflich sein für die Aktivierungsschlüsse und Einzahlungsschlüsse. Ach so. Aber zuerst, ich höre meine eigene Stimme. Was war der Grund? Weiß ich doch nicht, was da der Grund war. Also das ist sehr schlecht eigentlich für mich. Ich möchte... Brauchen Sie mal ein neues Telefon. Wie bitte? Ich sagte, dann benötigen Sie vielleicht ein neues Telefon. Nein, ich benötige nicht eigentlich. Ich habe ganzen Tag Anruf. Ach so, aber ja, ich auch. Das erste Mal. Okay, wir können jetzt weitermachen, Herr Ablesend. Zuerst meine Frage ist, haben Sie schon einmal Erfahrung im Handelssystem oder ist das erste Mal für Sie? In welchem Bereich denn speziell? Handelsbereich. Also ja, im Handelsbereich habe ich Ahnung, ja. Ich verkaufe jeden Tag auf eBay und das läuft eigentlich ganz gut. Da verkaufe ich die Schlüpfer von der Rosi. Die verkaufe ich da immer auf eBay. Und das macht, also da habe ich eigentlich bis jetzt immer ganz gute Profite mitgemacht, ja. Also demzufolge kenne ich mich mit Handel aus. Okay. Also Sie haben Ahnung. Ja. Das ist sehr schön. Eigentlich, Sie kennen diese Plattform. Welche Plattform? Sie kennen diese Börse oder Plattform. Die Börse kenne ich nicht, nee, aber die hier eBay kenne ich. Okay, super schön. Ablasens. Was ist da bei Ihnen los? Also unsere Investoren sehr gut Gewinn erzielt, deswegen alles geklappt. Ach so, ich hätte gerade was anderes gedacht. Nein, was haben Sie gedacht? Na, dass Sie von irgendjemandem 250 Euro bekommen haben. Nein. 250 Euro nicht so viel Geld eigentlich für die Börse. Nee. Natürlich, Sie können ganz einfach probieren. Ja. Okay. Also, ich werde jetzt eine E-Mail senden, Ihre Zugangsinformationen. Okay. Sind Sie im Toilett? Ja, ich habe gerade einen Berg gemacht. Herr Homlassen, sind Sie seriös oder nicht? Ja, wieso? Das ist nur eine Frage. Können Sie bitte Ihre Computer öffnen? Moment, ich muss mir erstmal die Hände waschen. Es gibt viele unterschiedliche Kunden, viel, wirklich. Und da hat er nun unsere nette Betrügerin einfach aufgelegt.
Schade, schade, schade. Aber naja, auf jeden Fall fand es hier mal lustig und das scheint auch mal eine Betrügerin gewesen zu sein, die mal begriffen hat, dass wir sie mehr oder weniger im Klo runtergespült haben. Aber naja, machen wir mal mit dem nächsten Betrug weiter. Hallo, guten Tag, Andreas Adentosch, wir sind Apparat für Support in Abteilung Online Trading. Wie geht es Ihnen heute? Ja, geht so. Ja, ich möchte mit dir sprechen über Ihre Erfahrung mit Onlinehandel. Haben Sie Erfahrung? Mit wem wollen Sie denn sprechen? Mit der Share. Ach so, mit dem Herrscher, ja. Hm. Ja. Sie sind der Share, oder? Ich bin Herrscher, ja. Ja, genau. Ja, ich möchte mit dir sprechen über Ihre Erfahrung mit Onlinehandel. Haben Sie Erfahrung? Onlinehandel, ja. Okay, haben Sie gute oder schlechte Erfahrung? Ja, ausschließlich gute. Okay, bei welcher Firma haben Sie gehandelt? eBay. eBay? Ja. Okay. Haben Sie kontrolliert, ob die Firma registriert ist? Wie bitte? Haben Sie kontrolliert, ob die Firma registriert ist? eBay ist registriert, ja. Okay, super. Das freut mich. Ja, ich wünsche Ihnen schönen Abend noch. Ich dachte, Sie wollen irgendwas anderes. Und da war das Gespräch schon ziemlich schnell zu Ende. Keine Ahnung, wieso die Betrüger manchmal so schnell weg sind. Vielleicht hat er den Braten hier gerochen und gemerkt, dass wir hier kein seriöses Gespräch führen werden. Aber naja gut, wenn man von Seriosität ausgeht, die fehlt bei den Betrügern ja grundsätzlich. Denn, naja, wer da einzahlt, das ist immer die Frage, ne? Oh. Hallo, spreche ich mit Sebastian? Nee, das ist mein Vorname. Kakifin, fein, sorry für die Aussprache. Kakifin, ja. Lukas Achtenberg von Bitcoin Deutschland, wie geht es Ihnen? Ja, entzückend. Mhm. Sie angerufen, weil Sie sich auf unserer Plattform registriert haben. Ach so. Aha. No. Welcher denn? Ich möchte mit Ihnen ganz kurz. Wie bitte? Wie heißt die Plattform? Tether Global. Sag mir nichts. .de. Sonst? Sondern? Ja, weiß ich nicht, sag mir halt nichts. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Sie haben Ihre Daten eingegeben. Was habe ich? Ihre Daten eingegeben, Sebastian. Nee, nicht Sebastian. Herr Kackefein für Sie. Sondern? Nee, ich nenne, wie ich musste. Sie sind Sebastian. Geht's Ihnen irgendwie nicht gut? Doch. Nee, aber heißen Sie Sebastian, oder? Ja, aber so sprechen Sie mich nicht an. Ja, weil wenn Sie angenehm am Telefon waren, dann konnte ich mit Ihrem Nachnamen reden. Aber wenn Sie frech am Telefon sind, dann fange ich mit Sebastian an. Fehlt Ihnen irgendwas im Kopf? Weil ich wüsste jetzt nicht, wo jetzt hier was frech war. Nee, Deutsche mit der Lizenzin scheiße, ich weiß das. Was? Deutsche mit der Lizenzin scheiße, ich weiß das. Versteht man zwar nicht, aber naja, Ihre kakerlakische Aussprache ist ja eh komisch. Ja, alles klar. Danke, Sebastian. Ja, Betrüger. Sie sind wohl ein Betrüger, ne? Ja, Sie auch, ne? Nee, aber Sie? Ja, besser als Nazi zu sein. Ja, wie ist das Leben so als Krimineller? Egal. Ja, egal? Mhm. Ja. Ja, aber ist schon ein bisschen assi, dass ihr die Leute abnehmt, ne? Oder ausnehmt. Ja, was kann ich tun? Ja, einen vernünftigen Job suchen. Das mache ich auch. Naja, warum arbeitest du denn da noch? Warum nicht? Das ist ja kein vernünftiger Job, das ist ja voll assi, sowas zu machen. Ja, wenn ich mit Asi rede, dann bekomme ich auch Asi-Leute. So ist das halt, ne? Wenn man so eine Asi-Plattform hat, dann melden sich halt auch Asi-Leute da an, ne? Ja, wenn ihr auch Asi-Mentalität habt. Aber immerhin bin ich kein Krimineller. Das ist schlimmer. Ja? Ja. Das ist ja sehr beruhigend. Na, alles klar. Schönen Abend noch. Ja, das wünsche ich dir auf keinen Fall. Danke Ihnen auch. Tschüss.
Tja, jetzt habt ihr die einmalige Gelegenheit, mal in den Kommentaren zu schreiben, was das hier dir eigentlich genau werden sollte. Denn das war ja wirklich wieder absolut skurril und kurios, was der hier am Telefon abgezogen hat. Der wollte von mir Geld haben. Seltsam. Tja, vor allem frage ich mich hier an der Stelle, wo ich frech gewesen bin, letztendlich. Tja, hat er ja versucht, mich zu betrügen, ne? Und ich habe eigentlich nichts gemacht. Weiß ich nicht. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Hallo, guten Tag, hier Kackelfein. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut soweit. Und selbst? Das freut mich. Auch dann. Mein Name ist Nina Schüler. Ich melde mich von Online-Handelsfirma Bitfans. Ich habe gerade eben Ihre Daten erhalten. Bei mir steht, dass Sie haben Interesse geäußert. Ja, in Kryptowährungen. Ach ja, wo denn? Bitte? Wo denn? Das ist Bitfans. Aha. Bitcoin ist heißt Profit. Ja, Sie wollten Ihr Handelskonto aktivieren, nicht im Kontomanager, und ich werde Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, ja? Okay? Aha. Okay, aber bevor, ich werde ganz kurz Ihnen alles erklären. Also, Sie benötigen 250 Euro, das ist die mindeste Investition, weil Sie auf Ihr Handelskonto machen, ja? Aber das ist keine Bezahlung, das ist nur Investition und dieses Geld wird auf Ihrer Plattform erscheinen, ja? Demnächst, als Sie unsere neue Kunde werden, Sie werden von unserer Seite 100%ige Bonus bekommen. Das bedeutet, dass Sie werden noch 250 Euro dazu bekommen. Okay? Und nach dieser Aktivierung, Sie werden von unserer Seite persönliche Privatberater haben. Also Broker, wer wird Ihnen helfen, Ihre ersten Schritte zu machen, ja? Sie haben doch keine Erfahrung, oder? Wobei, womit? Also beim Handeln am Finanzmarkt, haben Sie schon gehandelt oder es ist Ihr erster Versuch? Wie handeln? Also womit? Wie? Verstehe ich nicht ganz die Frage. Mit Kryptowährungen, Finanzmarkt. So. Herr Kackelfein, Sie haben ja sich angemeldet, Sie wollten eigentlich Handelskonto aktivieren und mit Kryptowährungen handeln, ja? Kann sein, ja. Ja. Und Sie haben es schon gemacht irgendwann oder das ist Ihr erstes Versuch? Das ist mein erstes Versuch. Okay, genau. Deswegen, Sie werden auch von unserer Seite, wie gesagt, eigene Finanzbroker haben. Der wird Ihnen helfen, Ihre ersten Schritte zu machen. Okay? Mhm. So, ich werde jetzt zuerst Ihnen helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren und demnächst, Sie werden schon mit Ihrem Brokerhandeln anfangen. Ist das in Ordnung? Haben Sie alles verstanden? Na, noch nicht so richtig. Was habe ich denn davon denn? Was? Bitte? Ja, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was man denn davon hat. Okay, nochmal. Also, Sie benötigen, wie gesagt, um Handelskonto zu aktivieren, Mindestbetrag, das ist 250 Euro, ja, damit Sie machen Investition auf Ihre Hand. Jetzt sind Sie irgendwie weg. Hallo? 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 Mein Auto nicht. Tja, da ist einfach das Telefonat abgebrochen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube nicht mal, dass das Telefonat hier einfach so abgebrochen ist, sondern dass man uns hier vielleicht sogar einfach abgewürgt hat. Denn wenn wir hier eins gelernt haben in den vergangenen Videos auf diesem Kanal, da hören gerne mal Leute dazu, im Hintergrund, die eigentlich gar nicht zuhören sollten, weil man hat uns einfach nie darüber informiert, dass noch jemand zuhört. Vielleicht hat hier der Chef einfach mitbekommen, dass das Gespräch weiter keinen Sinn macht und er hat dann einfach mal für die Dame aufgelegt, damit die Dame sich halt wieder um ihre eigentlichen Geschäfte kümmern kann. Irgendwie so in der Richtung wird's wahrscheinlich gewesen sein. Oh. Hallo, rede ich mit Kackelfein? Herr Kackelfein ist hier, ja? Kackelfein. Ja, was möchten Sie denn? Kacki oder Kacka? Sind Sie bescheuert? Wie ein Schiss und wie ein Scheiß. Haben Sie irgendwie eine Macke? Kacki, deswegen sind sie auch Kacka, weil sie Kacka-Personalität haben? Fehlt es ihnen irgendwie an Intelligenz oder was haben sie für ein Problem? Ein bisschen, ja, aber solche Menschen wie du gehören in die Hülle. Aha. Ja. Das ist interessant. Wenn du denkst, dass du besser als andere Menschen sind, dann bist du falsch. Wie kommen Sie denn auf so eine interessante Aussage? Weil, als ich angerufen habe, ich habe mit Sebastian gesagt, kein Sebastian, ne?
Nee, ist ja richtig. Also, Sie haben mich mit meinem Nachnamen anzusprechen und nicht mit meinem Vornamen. Ja und? Wer bist du denn? Du bist nix. Ja, mein bin ich kein Betrüger. Nee, du bist Nazi. Das ist schlimmer. Nazi? Ach so, okay. Ja, das ist schlimmer als Betrüger. Naja, immerhin bin ich kein Betrüger. Dann ist Nazi immer noch besser, ne? Ja. Nee, denke nicht. Weil Nazi verdient ja in der Regel wenigstens legal sein Geld, ne? Und geht vernünftigen Geschäften nach. Die ganze Welt hasst euch. Also. Ist ja eine interessante Aussage. Naja, aber. Das scheint ja ziemlich. Fakt. Scheint ja ziemlich schlechter bei euch zu laufen, wenn man so viel Zeit zum Telefonieren hat, ne? Fakt ist Fakt. Ja, genau. Fakt ist stimmt wohl. Die ganze Welt hasst euch und du bist schlimmer. Aha, okay. Naja, kann ich mitleben. Alles klar? Alles klar. Finde ich schönen Tag noch. Ciao. Ja, nicht so. Tja, also hier haben wir wieder einen Betrüger gehabt, der wirklich zu viel Zeit hat und hat einfach mal aus Langeweile angerufen, nur um mich irgendwie zu beleidigen. Und naja, weiß ich nicht, was die sich da immer mit Nazi einfallen lassen, das hört man ja von den Betrügern auch das ein oder andere Mal. Vielleicht machen sie sich unsere Geschichte zunutze, womit ich auf jeden Fall am allerwenigsten mittlerweile zu tun habe, da ich in gar keiner Kriegsgesellschaft geboren bin, zumindest gab es da keinen Krieg. Ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was die für Probleme haben, dass die uns in Deutschland, Österreich und Schweiz die ganze Zeit verarschen wollen. Naja, aber hier haben wir auf jeden Fall wieder einen von der besonders freundlichen Sorte gehabt, die, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wünsche ich den Sachen an Hals, die ich hier auf dem Kanal leider so nicht aussprechen kann. Ja. Hallo. Hm. Guten Tag, Vanessa Fischer ist am Apparat vom Finanzmarkt. Wie heißen Sie? Es geht um Kryptowährung, Bitcoin, ja? Wie heißen Sie? Wie bitte? Wie heißen Sie? Vanessa Fischer. Aha, und warum rufen Sie mitten in der Nacht an? Es geht um Bitcoin, Forex, Oil, Gold, Kryptowährung. Ja, rufen Sie mal nochmal so um 15 Uhr an. Und Sie haben Interesse, oder? 15 Uhr. 15 Uhr? Hm. Okay, ciao. Meine Güte, da wird man geweckt, versucht das Gespräch auf eine andere Uhrzeit zu legen, weil die Tante nervt und, tja, weiß ich nicht. Also, wie ein professionelles Gespräch hat das hier auf jeden Fall nicht gewirkt. Aber gut, was will man auch von den Betrügern anderes erwarten? Viel auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, euch haben die vielen kleinen Schnipsel wieder ein bisschen unterhalten und konnten euch auf jeden Fall aufzeigen, was da so für Leute anrufen und dass ihr definitiv die Finger davon lassen solltet. Wer möchte, kann gerne mal auf Social Media vorbeischauen, Instagram, Facebook, Twitter und was es da so alles gibt. Schaut unten in der Videobeschreibung, da haben wir direkt die Links dazu. Hier sind wir natürlich auch vertreten mit vielen kleinen kurzen Videos. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ihr seht jetzt hier noch eine kleine Auswahl an weiteren Videos auf diesem Kanal hier. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.